Das haben wir mit Bloodroot Sky gut hinbekommen von Peter Torwart. Denn nächstes Mal werden wir mit einem wesentlich härteren Film anschauen, nämlich mit der Suicide Squad. Ah, ich meinte, wo war die Skyler? Von Bettina Banuk, der Oh, vermeintlich doch, wie der ein sehr außergewöhnlicher Filme Film ist, auch hasse. beim Oh Oscar dieses nee. Jahr, bei dem wir Kategorie Bester Regisseur haben. Willkommen zurück auf der Podcast Literaturfilme, mit der 66. blöden Comic-Fan zu Ausgabe von besprechen. Couch. Ein Podcast, bei dem aktuelle Filme Selbst von macht den Garantie Lieblingsfilmen nie. Wir durchgeführt sprechen werden. Garantie nie über den Das heißt, hochwertigen wir beginnen von Stück Arthouse-Film zu und Stück über das Filmfeld und die Kategorien, in die Suicide wir Squad. vorgestellten Filme passen. Oh, Und eine Grundlage für die eindimensionale, Kategorienbücher. Und langweiligen heute setzen wir The Suicide US-Comic-Film. Squad von James Gunn auf die Couch. Mein Name ist Fritz Klausner und die Presse Ausgabe ist noch und Nein, immer noch nein, der Podcast von selbst Hans Hauser, da! der uns in diesem Jahr die Zukunftsplanung gibt. Hallo, ich bin smart. Ich mag subversiv-zynische Superheldenfilme. Oh, wir haben King Shark hier, weil Patrick letztes Mal nicht Patrick Star spielen durfte beim SpongeBob-Film. Den habe ich ihm damals weggenommen, einfach knallhart. Ja, in gewisser Weise kommt Patrick Star ja auch in diesem Film wieder vor. Ja, eh, das habe ich. Oh, Oh, Spoilers! Spoiler! Stimmt, stimmt. Spoilo Es wird immer besser, unsere Podcast-Entgleiser werden immer the epischer. Conqueror. Immer dümpfer. Wir sind einfach auf dem Niveau von King Shark oder Nana Ue. Wie heißt es noch? Nana Nui? Heißt es so? Ich weiß nicht mehr. Aber King Shark halt. Der Highlight des Films vielleicht sogar. Ich weiß es gar nicht. ja, aber wie du schon sehr pointiert gesagt hast mit deinem knappen Kommentar noch über subversive Comic-Verfilmungen, tatsächlich werden wir uns heute stark mit uns auseinandersetzen, mit der usumkasche Imperialismus grundlegend ein bisschen im Comic-Heldinnen-Filmen dargestellt werden oder nicht artikuliert werden, aber natürlich vor allem in The Suicide Squad, weil das ist tatsächlich ziemlich interessant ist und ich glaube für viele auch überraschend ist, wie hier mit eben US-amerikanischem Imperialismus bzw. Militarismus umgegangen wird. Aber bevor wir das tun, Patrick, worum ist eigentlich gegangen bei der Suicide Squad? Und Achtung, das ist nicht Suicide Squad. Du musst ein bisschen aufpassen, Patrick. Nicht, dass du wieder einen falschen Film gesehen hast. Auch überhaupt keine Ahnung, wo du sprichst. Imperialismus, Ja, so. Militarismus. Will Die Smith. USA, die USA ist nur an Frieden interessiert. Also alles, Ah. was wir wollen, ist Frieden in die Welt bringen. Also, und da Ah. gibt es, also ich weiß nicht, was Also. anders sehen kann. Okay, Patrick Peacemaker Markey könnte trotzdem die Geschichte nacherzählen, ganz knapp oder Handlungsabriss geben. Sehr gern. Das Suicide Squad wird wieder einmal gebraucht. Wenn die US-Regierung nicht mehr weiter weiß, bedient sie sich dieses ultrageheimen Agententeams, bestehend aus Superkräfte besitzenden Misfits, die sich gerade im Gefängnis befinden. Wird es dem chaotischen Team gelingen, auf dem Inselstaat Corto Maltese das Geheimprojekt Starfish den Händen der bösen Militärjunta zu entreißen, um somit nicht nur den Inselstaat, sondern auch die USA und eigentlich die ganze Welt vor dem drohenden Unheil zu retten? Und hat der Suicide Squad deine unzerstörbare Festung einnehmen können, nämlich dein Herz, und dich ziemlich zum Lachen gebracht, dich glücklich gemacht? Tatsächlich, tatsächlich. Also ich war ja schon immer, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann Sleaze, Gore, Humor, wenn man es so nennen möchte, durchaus etwas abgewinnen. Und Suicide Squad geht nicht nur in diesem Aspekt, sondern in vielen anderen Aspekten, wie ich finde, relativ intelligent und kurzweilig vor. Deswegen habe ich mich gut unterhalten gefühlt und habe mich sehr gefreut, und das ist definitiv ein technisch und auch inhaltlich und von der Aussage, ja gut, keine Ahnung. Aber also generell ein sehr gut gemachter Film, der Spaß macht und mich positiv überrascht hat. Ja, obwohl ich mich gesträubt habe, diesen Film zu sehen. Und klar, wenn ich eins und eins zusammengezählt hätte, dann wäre mir schon bewusst gewesen, beziehungsweise
rational war mir das schon eigentlich auch bewusst, dass er von James Gunn ist und deswegen kein schlechter Film sein wird. James Gunn hat ja bekanntermaßen auch Guardians of the Galaxy beispielsweise gemacht. Also auch einer der besseren Marvel-Filme, meiner Meinung nach. Ja, also eigentlich hätte ich wissen müssen, dass der Film kurzweilig und gut wird und auch nicht stupide ist. Aber ich bin ja mit einem, ich sag mal, gelangweilten Pflichtbewusstsein in diesen Film gegangen. Und tatsächlich hat der Film mich auch genau dort abgeholt, weil eigentlich ist es offenkundig und wenn man auch hier wieder ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sofort durchschauen. Aber die ersten 3, 4 Minuten dachte ich, wow, was geht hier ab? Einleitung und so, alles viel zu schnell und bam, okay, Superhelden, Geschwurbel, Film auf 0815, langweilig. Aber es sollte sich ja, also ein kleiner Spoiler, weil es nach 3 Minuten oder 5 Minuten aufgelöst wird, rausstellen, dass das alles nur ein Decoy ist und dann der richtige Film mit dem richtigen Team und den richtigen Credits nach eben, keine Ahnung, 10, 15 Minuten erst beginnt und ab da dann tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Punkt. Also ja, ich würde fast sogar 8 Wow. chaotische Misfits hier geben, aber nur ganz knapp, vielleicht eher 7 bis 8. Ah, ich dachte, du gibst. Nein, ich darf nicht. Ich wollte schon zu weit gehen und wie ich hier schon in dem Bewertung einen Spoiler einbauen, das wäre schon ziemlich gemein. Das lassen wir lieber weg. Face Hugging Starfish oder was? Oder Nee, was ist nee, das? 8 von Ratten zerfressene Riesenaugäpfel. Hey, das Und ist jetzt echt ein riesengroßer ja, Spoiler. du hast mich dazu rausgefordert. Du bist so arg. Jetzt hassen mich die Leute. Nur wegen dir. Ach, Millennials. Oh, wow, das ist also dein Hügel, worauf du stirbst mit dem Millennial-Joke. Der Höhepunkt der Jokes. Das Problem an dem Joke ist, ich glaube, wir sind, also Sind eigentlich streng genommen sind wir Millennials. beide Millennials, oder? Natürlich sind wir Millennials. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin mein 40 eindeutiger Millennial. Ja, aber das wollte ich noch kurz fragen, wie schaut es euch bei dir aus mit anderen James Gunn-Filmen schon auch außerhalb den Guardians, beiden Guardians-Filmen, was für ihn gesehen oder auch von seinen Troma-Arbeiten und so? Oder bist du da, weil du vor allem gesagt hast, mit dem sleazy Gore-Humor, der da durchaus irgendwie Freude bereitet und haben gedacht, ob du da mit seinen früheren, weniger mainstreamigen Arbeiten dich da auskennst oder was du das geschaut hast und auch mit dem, vor allem Troma, aber ich muss gestehen, ich kann zwar das erste bejahen, aber das zweite nicht. Ich habe von Troma leider gar nichts geschaut, obwohl natürlich einige Kultfilme von Troma Productions sind. Also dem, wo James Gunn seinen Anfang gefunden hat mit einem Drehbuch, das er dort verfasst hat, nämlich Tromeo und Julia. Als Drehbuchautor meinst du? Ja. Genau. Nee, habe ich tatsächlich relativ wenig gesehen. Also ich glaube, alles, was ich. Ja, wobei er hat ja bei Dawn of the Dead, glaube ich, das ist kein Trauma, aber. Ja. Stimmt, Dawn ist dann früher. Dawn of the Dead habe ich natürlich gesehen. Und ansonsten habe ich Slither gesehen und Guardians of the Ja. Galaxy. Und ich glaube, das war's dann. Also Slither geht ja auch in die Richtung. Also ist ja. Ja, ich würde sagen, Slither und Super sind die beiden Filme, die ich jetzt selbst inszeniert habe, die ganz, nicht ganz eindeutig, aber doch deutlich von Guardians of the Galaxy Volume 1 und 2 unterscheiden oder doch irgendwie ein klarer Bruch von seinen Mainstream-Produktionen zu seinen Vorangegangenen Independent-Produktionen sichtbar wird. Wenn man es nur bei seinem Regiearbeiten sieht, und ich weiß, das ist fürchterlich Autor-Theorie, weil man könnte auch sagen, dass Scooby-Doo nicht ganz so seins war eigentlich. Nicht ganz so Gunn-typisch. Den habe ich tatsächlich leider nicht gesehen. Ich Kann der auch nicht, was? So, aber. wie? Ich dachte, du hast das ganze Oeuvre dir angeschaut hier als Ja, Vorbereitung auch. ich habe gerade gesagt, dass ich die Troma-Sachen nicht gesehen. Ich glaube, Scooby-Doo ist auch eine von Troma Production entstandene Machwerk. Glaube ich auch, ja. Ja, aber ich habe super auch sogar jetzt begonnen, nochmal zu schauen, aber ich bin leider nicht mehr zu Ende gekommen. Ich wollte nämlich gestern gänzlich anschauen am Abend, aber ich war einfach zu müde und habe eigentlich nur noch die ersten 40 Minuten geschaut. Aber interessant mal wieder den zu sehen, noch so wie ich langer Zeit, ich habe ihn sicherlich so 10 Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und es ist ein Film, den ich glaube, mehr respektiere, als ich ihn mag, glaube ich. Also ich finde, das Interessante bei Super ist tatsächlich interessant, wie das sleazy Gore-Humor verwendet wird, um tatsächlich sehr subversiv zu sein bezüglich männliches Ego und auch unter anderem Fetischisierung von Frauenkörpern. Also weil der Elliot Page,
dort als eindeutig für die männlichen Zuschauer gedachte melgäßige Frauenfigur eingeführt wird. Und es geht echt um die Zerstörung des fetischierten Körpers. Es gibt eine explizite Szene. Und ich muss gestehen, ich hatte mir eigentlich sowas mehr erwartet, dass der Film tatsächlich mehr Comicbücher und Comicbuchstrukturen mit seiner Gewalt adressiert oder diskutiert und gerade kritisch betrachtet. Und ich bin tatsächlich überrascht gewesen, dass er das drin hat, natürlich. Es ist schön, das war zu erwarten, vor allem für im R-Rated bei The Suicide Squad. Aber ich glaube, ich war überrascht, dass es weniger die Diskussion um Comicbücher ist, sondern mehr um US-amerikanischen Imperialismus. Und das ist ja auch das, was wir jetzt dann gleich näher diskutieren werden. Aber wenn man das mal jetzt so außen vor liest, ich war ein bisschen überrascht und der Vergleich ist tatsächlich ein bisschen interessant, weil mit einem anderen Kamerateam, also einer anderen Person, die für Cinematography zuständig ist, schaut der Film auch ganz, ganz, also die Dynamik ist eine ganz andere. Das finde ich total interessant, wie James Gunn, glaube ich, gar nicht so Also Super, treibend wir reden ist, immer noch von Super, oder was? super zu Suicide Squad schauen visuell echt so anders aus, nicht nur wegen Independence und nicht Independence, sondern auch einfach, wie die Kamera eingesetzt wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das einfach sein Reifungsprozess ist als Regisseur, als Filmemacher, oder auch ganz einfach, welche Kamerapersonen er dahinter hat, wer für Cinematography zuständig ist, weil das ist dieselbe Cinematographer, den wir auch bei Guardians of the Galaxy 1, 2 hatten. Also den hat er mitgenommen, wo ich jetzt echt nicht weiß, wie er heißt. Das hat auch eine ähnliche Art, wie mit der Kamera umgegangen wird. Fand ich interessant, dass das, glaube ich, eher gar nicht so nicht so die Fäden da in der Hand hat, sondern dass mehr den Personen, die im Director of Photography sind, wie den Henry Braham, der eben hier die Kameraführung übernommen hat, oder im Director of Photography das ganze Team der Kameramenschen, Kameraleute geleitet hat. Und ich finde die Kameraführung auch so schön irgendwie. Ich finde, das ist Ja. alles sehr dynamisch und das Schnitt ist toll. Ich glaube, das ist eher seins noch. Ich glaube, Ja, da das. fügt er sich mehr ein als bei der Kameraführung. Das ist super zum Beispiel, aber klappt nicht so gut, finde ich ganz einfach. Finde ich interessant. Ja, ich glaube, dass die Kamera, also die Kameraführung ist auch bei The Suicide Squad, ja, tatsächlich finde ich sehr schön, dass die ähnlich ist zu Guardians of the Galaxy. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Filme ja vom Genre recht ähnlich sind. Ja. Aber übrigens, ah, stimmt, super, hatte ich ganz vergessen, dass das auch von James Gunn ist. Ich hatte, also, ja, den habe ich Ja. natürlich auch gesehen. Ja, dann hat sich ein ganzes Film Regie-Oeuvre geschaut, weil ich glaube, er hat mit Slither begonnen und das Slither, ist genau, ja. also Slither, Super, Guardians of the Galaxy 1, 2 und den hier jetzt, das Suicide Squad. Ich glaube, mehr hat er nicht gemacht. Ja, dann habe ich tatsächlich alles gesehen, wo er Regie geführt hat, also alle Also Kinofilme. Spielfilm, genau. Ja, ich Ja, glaube, genau. er hat noch diese PG-Porn und ich glaube, ich hat er auch teilweise inszeniert oder so, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und bald kommt die Peacemaker-TV-Serie. Stimmt, stimmt. Sind wir gespannt, weil der Peacemaker natürlich für den Film, aber auch für unsere Diskussion, glaube ich, recht zentral sein wird als Figur und es auch sehr humorvoll ist, wie diese Figur eingesetzt wird. Auf jeden Fall. Darf ich dich fragen, ein riesen, riesen, riesengroßer Spoiler. Bitte. Die Post-Post-Credit-Szene, die deutet auf die TV-Serie hin, oder? Also ich wusste nämlich nicht, dass es eine TV-Serie gibt. Und ich dachte, okay, kommt jetzt noch ein Film, der jetzt auf den Peacemaker fokussiert, aber wahrscheinlich ist die TV-Serie damit gemeint. Ich glaube auch, also ich glaube von dem, was jetzt geplant ist auf IMDb, das ist die Vorstellung. Du meinst das, wo der Wiesel wieder aufwacht, oder? Das ist Nee, das, was. das ist die erste Post-Credit-Szene und dann gibt es aber noch. Jo, jo. Shit, selbst da, du hast mich einfach erwischt. Nicht Ja. Ich schlecht. muss gestehen, ich war da ein bisschen überrascht, dass der Weasel so früh stirbt eigentlich. Ich dachte mir, dass James Gunn seinen Bruder ein bisschen länger am Leben lässt, weil das wird ja gespielt wieder von Sean Gunn, seinen Bruder, mit dem er wirklich seit Jahren das macht und er eigentlich immer nette Rollen für ihn reinschreibt. Oft im Hintergrund, aber trotzdem nett irgendwie. Also Sean Gunn ist auch der. Also in dem Film, der Suicide Squad, spielt er zwei Figuren, der Weasel und der Calendar Man, der den Polka Dot Man verarscht im Gefängnis. Da gibt es eine Figur, wo ich mir gedacht habe, ich muss gestehen, ich dachte mir, es ist aber ein White Supremacist, der es ist, aber ich habe dann nochmal nachgeschaut, gelesen, habe Credits und dachte, ach so, stimmt, das ist kein Nazi, obwohl er eine Glatze hat, das ist der Calendar Man, das ist auch keine Nazi-Tätowierung, die er im Kopf hat. Ich habe mich verschaut. Und
Hier spielt er tatsächlich nur diese zwei Rollen, die echt nur kurz vorkommen, während in Sean Gunn ja sonst in seinen Filmen sehr stark involviert ist. Also er ist allein der Tatsache, dass er bei The Guardians of Galaxy Volume 1 und 2 zum Beispiel den sowohl den einen Rager, wie heißt das? Also diese Fraktion, wo der Quill aufgewachsen ist, wo auch der Michael Rooker das blaue Alien spielt. Ich weiß nicht, wie es das heißt, dieses Crew. Da ist ja das Second Command der Sean Gunn. Das ist so leicht ein Mann mittleren Alters, der so einen Irokesenschnitt hat. Also er spielt den und der hat sogar eine recht große Rolle eigentlich in dem zweiten Teil. Und er spielt auch noch das Stand-in für den Raccoon Rocket Raccoon die beiden Gartensteile. Das heißt, irgendwie, er ist sehr stark involviert gewesen in den Film und hier ist er eigentlich fast gar nicht dabei, muss man sagen. Ja, vielleicht hat er einfach einen vollen Terminkalender. Ja, Ich weiß es eben. nicht, ja, also. Kann sein. Ich bin immer überrascht. Ich meine, das ist natürlich ein Teil des Gags, dass Wiesel vermeintlich auch gestorben ist, und zwar als erstes. Ja, ich muss sagen, ich fand den Film echt unterhaltsam. Also, es ist nicht Ja, tatsächlich. perfekt und ich habe meine gewissen Probleme. Ich finde The Guardians of Galaxy 2 eigentlich besser, muss ich sagen. Aber ich habe es ja eh drüber geredet. Ich finde ihn echt überraschend klug, wie er über toxische Elternschaft redet. In verschiedensten Konstellationen und wird auch Trauma weitergegeben wird. Also, siehe etwa den von Michael Rooker gespielte Figur, aber vor allem diese Beziehung der beiden Schwestern, Warte der mal, Kind. der von Michael Rooker gespielten Figur, wo war In der The Elternschaft? Guardians of the Galaxy 2. Ach Ja, so, Guardians of the Galaxy. Ach so, okay, ich dachte, du meinst jetzt. Okay, ja. sorry, ich springe jetzt hin und her, ich weiß, aber ich wollte sagen, ich finde den besser, ich finde irgendwie klickt für mich mehr, aber ich muss einfach sagen, das Suicide Squad, egal, er hat einfach mich gut unterhalten, die verschiedensten Szenen und man sieht einfach, was für ein Potenzial hier vergeben worden ist mit Suicide Squad, mit ihm ohne Artikel, einfach Dem Suicide ersten, Squad. ja, Ja. also ich will nicht sagen, grottenschlechter, aber ein definitiv nicht ganz so guter Film, ja. Ja, aber es ist wirklich schade, irgendwie. Ich meine, das ist absurd, was sie gemacht haben, muss man einfach sagen, weil bedenkt man, dass die DC-Filme einfach nur von DCU-Filmen, für mich zumindest jetzt der Suicide Squad als auch Birds of Prey unter den besseren ist. Birds of Prey oder and Fabulous Emancipation of One Ja, Harley Quinn? ja, ja. Fantabulous? Ich glaube, das ist irgendein Joke-Wort, was sie da gemacht haben. Den wir auch ja vor ungefähr 1,5 Jahren diskutiert haben mit Mel Gibson. Einer der letzten Filme, die ich im Kino geschaut habe. Vor der Pandemie. Wirklich? Ja. Aber Wow. gut, wollen wir doch vielleicht einfach direkt ins heutige Thema springen. Letztes Mal haben wir über Mel Gibson geredet, wie wir mit demselben im selben Kinobereich waren. Aber ich muss das nochmal kurz ansprechen. Ich finde es total lustig. Eigentlich, wir haben jetzt schon, das ist unser vierter DCU-Film. Wir haben, glaube ich, nicht einen Marvel-Film gemacht. Oh ja, wir haben einen gemacht. Wir haben Black Panther Black gemacht. Panther, da war ich nicht Also, dabei. ja, warst nicht dabei, aber du hast wirklich zugehört, weil tatsächlich gibt es ja eine Verbindung zu Black Panther. Mehr auf jeden Fall als zu Aquaman, wo wir über Männlichkeit geredet haben, Birds of Prey und Punkt, wo wir über Mel Gibson geredet haben und Joker, den wir 3 Stunden oder so diskutiert haben, gefühltermaßen. Gefühlt waren es eher 7 Stunden, weil ich den Film so. Nee, war schon guter Film. Jo, geh weiter, aber. Also, das heißt, ich bin überrascht, dass wir eigentlich sehr viel eigentlich von der DCU machen, aber. Das ist natürlich weder hier noch dort. Und wir werden jetzt einfach direkt mal endlich ins Thema springen. Das gibt's ja nicht. Ich bin da dein Gleis. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da bin. Oh, hätte ich nie gedacht, niemals. Also, wir wollen ja wirklich explizit über den US-amerikanischen Imperialismus sprechen und wie er in diesem Film dargestellt wird. Und ich glaube, dazu muss man zum ersten Mal überlegen, dass grundlegend einfach es eine sehr dichte und direkte Involvierung gibt von Pentagon bzw. Department of Defense in den USA mit den meisten Blockbustern. Das ist eine Geschichte, die sich jetzt schon mittlerweile mehrere Dekaden zieht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt vergessen, wann der Anfangspunkt von dem war, aber ich glaube, spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg haben sie immens die USA versucht, einen Kontakt mit Hollywood zu halten. Ich weiß nicht mehr. Nee, meine Güte, Oscar muss reden. Das war 7-7. Also wir haben es in unserem Geschwister-Podcast sogar besprochen, in Oscar müssen reden. Da haben wir den Film 7-7 besprochen von Frank Borsage. Und das war, glaube ich, der erste Film, der so wirklich auf usumkanische Mithilfe gepocht hat. Oder war es Wings?
Es könnte auch Wings gewesen sein. Aber auf jeden Fall im ersten Ich glaube, Oscar, es war ja. Wings. Naja, macht Naja, mehr was. Sinn von Ja. den. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also 1927, also seit 1927 gibt es ja eine lange Tradition von dem US-amerikanischen Militär, dass sie sagen, okay, wir proofreaden jetzt mal dieses Drehbuch und wenn es für uns passt oder wenn ihr die Änderung macht, die wir einfordern, was oft passiert, dann kriegt ihr entweder in irgendeiner Hinsicht Unterstützung, meistens Material oder Personal. Und das ist natürlich, bedenkt man, wie teuer es ist, einen Helikopter allein zu mieten. Für die meisten US-amerikanischen Studios nehmen das gerne auf und gerne an, während das Militär das natürlich gerne macht, um ein gewisses Bild vom US-amerikanischen Militär eigentlich sogar weltweit zu projizieren, aber vor allem für die USA tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu Suicide Squad, einen 2021er Blockbuster, der aus dieser Tradition tatsächlich ein bisschen aussteigt. Oder wie siehst es du? Also könntest du mal festmachen, wie geht der Film mit dem Militarismus um oder mit dem Imperialismus der USA um? Was hast du hier interessant gefunden? Ja, also er ist natürlich deutlich weniger, wie soll ich sagen, patriotisch in dieser Hinsicht als andere Filme. Also Transformers, egal welcher Teil, wäre zum Beispiel so ein prototypischer Film, der mir da in Ja. den Kopf käme. Als es eben andere Geschwisterfilme sind, das heißt, er kritisiert eigentlich sehr, sehr deutlich letzten Endes, ja, ist ein bisschen ein Spoiler, aber also er kritisiert sehr, sehr deutlich die Absurdität des in andere Länder einmarschierens und versuchen dort für Frieden zu sorgen, wie es ja in den letzten Jahrzehnten öfters geschehen ist. Werdet ihr alle wissen, nehme ich an. Ja. Und spricht eigentlich direkt und deutlich an, dass es hier nicht oder nur sekundär um Frieden geht, beziehungsweise es eigentlich, ja, wie gesagt, Unsinn ist, Frieden mit Gewalt durchsetzen zu wollen, sondern dass hier irgendwie andere Interessen mitschwingen, beziehungsweise oftmals, und das ist erschreckend aktuell, es Probleme sind, die man sich selbst eingebrockt hat, indem man ja imperialistisch, also negativ imperialistisch, wenn ich das so sagen darf, ja, gibt es positiv imperialistisch? Naja, nein, 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 nein. Es gibt tatsächlich diese Strömung, oder es würde Leute geben, die würden sagen, oder es. Ja, grab dich ins Naja, eigenes nein, nein, Grab. Los, mach weiter. Grab, schaff dein so, eigenes Grab. man kann jetzt natürlich, also man kann natürlich in Frage stellen, gibt es positiven Imperialismus? Wahrscheinlich nicht, also würde ich definitiv auch so sehen, aber ich würde tatsächlich sagen, und das wird wahrscheinlich die meisten Leute würden jetzt sagen, das, was in Irak, Afghanistan so geschehen ist, das war Imperialismus, ist Imperialismus, aber es würde sicherlich auch einige Leute oder viele Leute geben, die versuchen würden, das zu verteidigen. So, wir haben das aber nur gemacht, um zu unterstützen und zu helfen. Ja, also es ist kein Imperialismus im klassischen Sinne von wegen einmarschieren und irgendwie irgendwelche Ressourcen oder Ländereien oder was auch immer uns anzueignen. Ja. Aber es ist dennoch Imperialismus, wenn du irgendwo einmarschierst und dort einfach mehrere Jahrzehnte präsent bleibst. Ja. Und das meine ich hier mit der Unterscheidung. Aber ja, gut, so, um deinem hämischen Gelächter zu entgegnen, dieser kleine Ausflug beziehungsweise diese kleine Rechtfertigung. Aber dieser Film hier macht eigentlich sehr deutlich, dass es sowas eigentlich nicht gibt oder zumindest in den letzten Jahrzehnten trotz anderweitiger Behauptung nicht gegeben hat und es eigentlich immer eigennützige Interessen im Hintergrund stehen, selbst wenn es versucht wird, der, ja, ich sag mal, naiven Öffentlichkeit anders zu verkaufen, eben als positiven beziehungsweise notwendigen Imperialismus. Ja, aber du musst auch bedenken, also um das mich auch ein bisschen auszuführen und ein bisschen historisch einzubetten, dass immer schon Imperialismus eingebettet war in Diskursen des Humanismus oder Humanismus vielleicht falsch aus, der humanitärer Absichten. Also wir haben das jetzt, wenn wir sich explizit auf Irak und Afghanistan-Krieg beziehen, können wir sehen, dass wir eine ganz explizite Bildpolitik haben, befreite Frauen. Man sieht so
Frauen, die entschleiert werden und dann ein strahlendes Lächeln zur Vorschau kommt. Das heißt, es geht darum, nein, nein, das ist ein Paternalismus irgendwie. Wir wollen euch doch nur retten, wir wollen doch nur euch helfen. Wir gehen dorthin, um Frauen zu retten. Und der Witz ist, wenn du schaust, ich habe ein Beispiel aus der Weltausstellung von, glaube ich, 1890, glaube ich, war das, diese Weltausstellung, die ich meine, bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt ein wunderschönes Beispiel von etwa zwei belgischen Künstlerinnen, einer Künstlerin, also ein Künstlerinnenpaar. Ehepaar, die etwa auch hier wiederum dargestellt haben, wie der Kongo vor Belgien war und nach Belgien. Und die Bilder, die gemacht worden sind, zeigen, wie einzelne Personen symbolisch für den Kongo, also ich habe das, ich versuche es so ganz direkt zu sagen, damit die Leute sich erinnern können, was als Belgisch Kongo war eigentlich. Also das ist ja eines der schlimmsten imperialistischen, kolonialistischen Aktionen des 19. Jahrhunderts und es gilt als eine der schrecklichsten Herrschaften und Schreckensherrschaften, die mit viel Blutvergießen gehalten wurde von Belgien ausgehend. Und etwa hier zeigen sich Bilder, die ganz leicht zeigen, davor gab es die, sie haben es gesagt, die arabischen Herrscher, also mit einem ganz orientalistischen Bildern, die nun die schwarzen Menschen dort in Sklaverei behalten und wir befreien sie daraus. Das ist auch, selbst hier im 19. Jahrhundert, selbst in der Blütezeit des Imperialismus, wurden schon mit Bildern des Paternalismus und der Hilfestellung humanitärer Art gearbeitet, um Imperialismus rechtfertigen. Das heißt, das ist einfach eine Strategie, die immer schon sichtbar war. Und ich will nur sagen, dass Imperialismus trotzdem immer Imperialismus ist. Und du hast natürlich recht, dass manche das rechtfertigen, aber ich will nur sagen, es einbetten in einer historischen Diskussion. Wir sehen kann 100 Jahre auseinander, Irakkrieg, also der Zweite Golfkrieg und der Dings, die belgische Herrschaft im Kongo. Und es ist das gleiche Muster noch vorhanden. Da muss man aber, also absolut, ich finde, da muss man aber unterscheiden, beziehungsweise möchte ich da ein paar Anmerkungen machen. Rein theoretisch, rein prinzipiell könnte es ja durchaus legitim sein, in ein anderes Land einzumarschieren und dort eine unterdrückte Bevölkerung zu befreien, ihr zu helfen. Ja? Also Stichwort Uiguren in China oder Tibet. Also rein theoretisch könnte das durchaus eine legitime Motivation sein. Es ist nur so, dass es in der Praxis, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber glaube ich, noch nie so vorgekommen ist oder wenn dann sehr, sehr selten, einfach weil natürlich jedes Land sein eigenes kleines Süppchen kocht und wir immer noch in nationalem Denken feststecken und es natürlich ein logistischer und teilweise auch menschlicher Albtraum für die eigenen Leute sein kann. Also in den allerwenigsten Fällen, keine Ahnung, wird ein Land mit seiner Armee so altruistisch sein, sagen, ja gut, das machen wir, wir befreien euch und helfen euch komplett eigennützig dann wieder dabei, was weiß ich, frei zu leben und euer Land aufzubauen. Das funktioniert einfach nicht in dem Staatensystem, das wir jetzt haben. Also ich glaube, das würde gehen. Nicht unbedingt, dass ich das jetzt befürworten will, also ja, vielleicht doch, aber es wird vielleicht gehen, wenn wir eine Weltregierung hätten oder so und dann man da dann irgendwie eine Polizei in verschiedene Länder aussenden müsste, wo das nicht richtig läuft. Ja, aber also praktisch ist das nicht der Fall und war nie der Fall und es war auch nicht in Afghanistan oder Irak der Fall. Wenngleich ich aber sagen muss, also es war nie komplett der Fall. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass das natürlich doch auch eine Motivation war, die mitschwang, bei bestimmten, keine Ahnung, Teilen der Regierung oder bei einzelnen Soldaten oder was auch immer. Also es ist ein positiver Nebeneffekt, der schon vorhanden ist. Aber wenn man sagt, okay, es werden nie Menschen unterdrückt oder es gibt überhaupt keinen positiven Effekt, dann greift das natürlich auch ein bisschen zu kurz. Aber wenn man jetzt die komplette Rechnung aufstellen will und hier Pro und Contra sich anschaut, dann ist es, glaube ich, in allermeisten Fällen tatsächlich sehr schwer zu rechtfertigen und relativ absurd. Der Witz ist natürlich, es gibt natürlich so eine Polizei, die das tut. Das ist nämlich die Weltpolizei USA.
Aha. Naja, ja, genau, aber sie tut es eben nicht, weil sie sich nicht als Weltpolizei, also sie möchte, Natürlich sie sieht sie sich verkauft, als nein, aber das Weltpolizei. ist ja, das ist der Inhalt dieses Films. Sie verkauft sich als Weltpolizei, die tatsächliche Ja. Motivation ist aber keine weltpolizeiliche, sondern ist eigennützig. Der Witz ist, ich finde, du sprichst was extrem Interessantes an. Du sprichst hier an, so einen hypothetischen Fall, der und verschiedene Perspektiven. Zum einen mal grundlegender, dass es eine Weltregierung gäbe, als eine Hypothese, zweite Hypothese, dass man von außen klar entscheiden könnte, dass etwas schief läuft. Und ja, wir kennen Nazi-Deutschland zum Beispiel und können sagen, ja, da gibt es solche Fälle, die so eindeutig sind, und wie können wir global politisch mit solchen Fällen umgehen? Und das ist halt echt schwierig. Aber ich finde es interessant, wenn wir es jetzt wieder zurückbringen zu unserer heutigen Diskussion von Superheldinnenfilmen und so, weil da können wir wie ich es aufmachen, weil das ist die Sache, wie meistens eigentlich solche Interventionen, die eben hier auch gezeigt werden, einfach legitimiert werden. Denn indem wir Filme haben, die aus Grund dieser einer Möglichkeit eine fiktive Welt schafft, also Filme haben, die eine fiktive Welt schafft, wo es ganz klar ersichtlich ist. Ich meine, wir kennen Superhelden natürlich, da gibt es ein Gut, ein Böse, also moralische Absurdheiten können wir ganz klar benennen tatsächlich. Und selbst wenn das nicht ganz der Fall ist, können wir zumindest sagen, da gibt es eine Bedrohung, die die Welt betrifft, und wir müssen nun die 90% der US-amerikanischstämmigen Superhelden und Superheldinnen direkt in dieses andere Land fahren, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen, weil sie sonst sterben werden, weil sonst hier die Welt in Gefahr ist. Und ich finde es das interessant, dass eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass es dieses Narrativ der absoluten Sicherheit, dass dies hier verwendet werden muss, um es für uns zu ermöglichen, dass es als nicht problematisch ausschaut, wenn eine US-amerikanisch basierte militärische Einheit, nicht jetzt in The Suicide Squad, aber in anderen Filmen, einfach in ein anderes Land fährt und dort für Recht und Ordnung sorgt. Und der Witz ist, Marvel hat damit auch gekämpft ein bisschen und hatte das Civil War, ist, ja genau, das Civil War, Captain America 3, 3, das Civil War, hat ja das dort versucht zu diskutieren. Aber das Witzige ist, also mit diesem, ich weiß nicht, wie es heißt, es ging ja genau darum, es ging darum, dass, was heißt es denn, wenn wir hier eine paramilitärische Einheit haben, die versucht, in anderen Ländern für Recht und Ordnung zu sorgen, und wie problematisch es ist. Das ist eigentlich die Diskussion von Captain America Civil War. Und der große Witz ist, der Film wird vollkommen entgleist, indem man aus diesem interessanten Diskussionspunkt ein individuelles Schicksal und individuelle Problematik macht. Also der Winter Soldier kommt auf und es geht um Bucky und Captain America und dessen semi-homoerotische Beziehung und um Iron Man, Tony Stark und seiner gebrochenen traumatischen Beziehung mit seinem Vater. Nie Und gesehen, sorry, Spoiler. ist kein Problem. Aber ich finde es interessant, dass das sogar so ein Film, der explizit das zum Thema macht, davon vollkommen wieder sich abwendet, weil das nicht thematisiert werden kann, weil eben das ein Thema ist, was sonst durchaus schwierig ist, in einem von US-amerikanischem Militär geförderten Film irgendwie zu artikulieren. Und das haben wir genauso in Black Panther, den du jetzt mittlerweile schon gesehen hast, wie du mal gemeint hast, Den oder? habe ich gesehen, Nein, ja. Ich hast du habe sogar gesehen. unsere Podcast-Folge gehört. Ja, wo etwa die CIA als die klassische Organisation, die für explizit verschiedenste Skandale verantwortlich sind, wo es um Interventionen in anderen Ländern geht, wo die Souveränität von einzelnen Regierungen eigentlich in Frage gestellt werden durch ihre Handlungen und diese zu destabilisieren versucht wird, dass die CIA hier als eine positive Figur, als die einzige weiße positive Figur gehandhabt wird. Und das ist extrem faszinierend für einen Film, der sich mit Kolonialismus und Postkolonialismus beschäftigt, wie es eben der Black Panther ist. Und ich finde es interessant, wenn das, wie gesagt, wenn deine Idee so weiterspinnt und sieht, wie in anderen Kinofilmen derselben Genres hier ganz anders mit der Problematik umgegangen wird eigentlich. Ja, also ich wollte sagen, also es ist doch eigentlich ein, ich sag mal, No-Brainer oder ganz offensichtlich, dass der allergrößte Teil des Mainstream-Kinos sich nicht negativ gegenüber den Institutionen des Landes positionieren wird. Das ist tatsächlich auch für das Funktionieren eines Landes relativ essentiell, weil sobald das der Fall ist, sobald du solche Sachen zu sehr kritisch hinterfragst,
wird das Land ein bisschen instabil. Ja, und das ist tatsächlich gar nicht so. Also, ich meine, jetzt sind wir hier in Politiktheorie und überhaupt, aber ja, also ich verstehe, dass es so ist. Und von daher kann man schon sagen, dass Suicide Squad ein recht mutiger Film ist, ja. Es ist natürlich aber auch dem Zeitgeist geschuldet. Es ist schon auch ein bisschen en vogue auch geworden, auch ganz grundsätzlich, aber in den USA und in US-amerikanischen Regierungsinstitutionen umso mehr. Also es ist immer legitimer geworden, immer mehr Leute machen das. Sie misstrauen eigentlich vor einigen Jahrzehnten als sehr etablierten und guten Institutionen geltenden, ja, Institutionen. Also denen wird misstraut. Und deswegen ist im Zeitgeist, in dem wir uns befinden, ist es einfach schon auch ein bisschen okay geworden, hier Kritik zu äußern. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen, ah, das führt, glaube ich, zu weit, aber wenn ich das jetzt mal politisch betrachten darf, ist das auch ein bisschen ein Problem, weil wir andere Länder haben, die das nicht tun, die weniger Freiheit in dieser Hinsicht haben und die dann aber geopolitisch, also weltpolitisch betrachtet, einfach besser dastehen als Länder, die so etwas zu Recht ermöglichen und erlauben. Ja, genau, aber das ist ein ganz anderer Punkt, über den man sicherlich sehr, sehr viele weitere Podcasts füllen könnte. Aber ich glaube, es ist dem Zeitgeist und auch der soziokulturellen Entwicklung, die wir meiner Meinung nach glücklicherweise haben, geschuldet, dass ein solcher Film so deutlich kritisch US-amerikanischen Institutionen gegenüberstehen kann, wie er es tut. Ich überlege gerade, ob ich das aufgreifen soll mit dem Weltpolitischen, und weil ich finde, du verharmlost eigentlich da den Militärkomplex, den Industrial Military Complex von den USA, und wie vehement und welcher Klarheit er hier eigentlich das Mainstream-Kino wie ich besitzt. Selbst so ein Film, so eine Serie wie The Boys, die ja unglaublich zynisch ist und vor allem sehr, sehr populär, die aber irgendwie auf eine ähnliche Richtung einsteigt bezüglich Rated R, Superhelden, Heldinnen, mit einer Staatskritik, Freizeichen, Kapitalismuskritik auf jeden Fall, aber selbst die können zwar zum einen Regierung kritisch betrachten, aber gleichzeitig, soweit ich mich erinnern kann, explizit nur dort, wo es von außen kommt. Es ist immer dieses. Ja, explizit, sorry, explizit. Also, kann man, also ja, explizit, aber man kann sich auch hier drüber streiten, wie explizit geschieht das denn in diesem Film? Es geschieht recht deutlich, aber nicht explizit. Ja, nein, aber ich meine, jetzt in Boris wird das explizit gemacht in der Hinsicht, dass man eben gerade nicht auf das Militär selbst eingeht und dass dort die Korruption passiert etwa für diesen Imperialismus, sondern dass es aus den kapitalistischen Strukturen hervorgeht, die Interesse an dem Militär haben. Was natürlich auch irgendwo schon mit unter drei Ecken gedacht wird, eine Kritik an dem Industrial Military Complex, Kann ich. äußert aber gleichzeitig nicht an die Institutionen USA, Armee, Militär selber. Aber kann ich hier eigentlich noch was dazu sagen? Je länger ich drüber nachdenke, desto weniger kritisch ist dieser Film eigentlich. Ja. Tatsächlich. Weil, wenn wir uns das Ganze wieder her politisch anschauen, wird von der Regierung und auch von dem Militär eigentlich auch schon seit einigen Jahren vermehrt das Narrativ gepusht. Okay. Es war ein Fehler, dass wir herausspaziert sind in alle Herren Länder und da versucht haben, alles zum Besten zu wenden. Das war ein Fehler, das machen wir nicht. Wir müssen uns mehr auf uns selbst konzentrieren und das ein bisschen lassen. Also das wird schon auch quasi zu rechtfertigen gesucht, die Fehler in der Vergangenheit und ja ganz, ganz stark jetzt auch, also das Afghanistan-Debakel. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, diesen Podcast irgendwann im August 2021 hört. Ja, genau, also ein paar Tage nach dem Fall Kabuls, wenn man so nennen möchte. Also wird ja schon ganz stark von der aktuellen, auch der Regierung davor, versucht, hier ein bisschen ein anderes Narrativ zu erstellen und zu sagen, naja, nee, wir wollen nicht mehr versuchen, die Welt zu erziehen, sondern uns innenpolitisch auf unsere Stärken dort konzentrieren und somit auch rechtfertigen, dass Truppen abgezogen werden und ja, teilweise ein fürchterliches Chaos ohne gute Planung hinterlassen wird. Also, so kritisch ist dieser Film nicht. Dieser Film spielt perfiderweise tatsächlich auch die Interessen des Militärs und CIA und so weiter in die Hände, bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Ich würde eher sagen, ich meine, da muss ich sagen, wait and see. Lass uns abwarten, bis wir wirklich A,
sehen, wo Biden sich entwickelt. Ich meine, bei Trump war es halt so, dass er konstant auf dem Trigger-Finger saß und saß nicht, aber seine Finger am Trigger hatte und jederzeit die Welt zerstört werden hätte können. Gefühltermaßen natürlich nur, aber bei ihm weiß man nicht. Er hat lieber dann den eigenen Staat und die eigene Regierung, die eigene Bevölkerung, die eigene Nation destabilisiert und die Demokratie dort stark in Mitleidenschaft gezogen. Aber dass Obama seine Interventionen und wie er mit Militär umgegangen ist, trotz seines Friedensnobelpreises, ist erst ein paar Jahre her. Also ich würde erstmal warten, wait and see. Und zum anderen auch auf wait and see in der Hinsicht, welche Missionen und andere Interventionen von der CIA gemacht werden, die wir nicht erfahren. Weil das ist die klassische Sache gewesen in den letzten 50 Jahren ungefähr, vielleicht so, wahrscheinlich sogar länger, aber so, zumindest kann ich dir ab den 60er sagen, wie sehr CIA mit Covid-Missions hier Interventionen gemacht hat, teilweise auch nur, indem etwa Geld Absolut, geflossen ist, absolut. ohne dass der Kongress hier involviert, sodass hier 100%. die Iran-Contra-Affäre zum Beispiel. 100.000%. Also ich bin mir sicher, dass die CIA das macht und das jetzt noch verstärkt macht. Das ist ja eben Teil dieses Narrativs, der verdeckte Teil dieses Narrativs. Das heißt, die USA oder der amerikanische Geheimdienst wird herausgefunden haben, okay, es bringt überhaupt nichts, wenn wir irgendwo direkt offensiv einmarschieren. Nee, wie wir wirklich Wandel erzielen können, Wandel im Sinne von unseren Interessen durchsetzen, ist ja durch geheime, verdeckte Pläne durch Beeinflussen von Social Media, was auch immer. Stichwort arabischer Frühling, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert, aber da ist es eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass die USA da sehr stark über soziale Medien das angefacht und direkt unterstützt haben, auch mit Finanz, also mit Geldstrom. Wie gesagt, hat auch nicht gut funktioniert. Viele von den Ländern, die Teil des arabischen Frühlings waren, sind ja leider im Chaos versunken. Aber ich bin mir sicher, dass das amerikanische Militär und die Geheimdienste diesen Weg wählen und viel mehr verdeckt vorgehen, einfach weil ja, das mehr Sinn macht aus ihrer Sicht. Und aber auch hier, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern da der Altruismus im Vordergrund steht, hoffentlich doch recht stark, aber wahrscheinlich ja, sind die eigenen Interessen des Landes immer noch der primäre Motivator. Ja, gut, aber das ist natürlich mutmaßend. Ja, und wir müssen auch sagen, man muss einfach sehen, wie hier natürlich, du kannst das, also die Interessen, die gelobbyt werden durch in den USA, also das ist schon seit, ich weiß nicht, wann der Industrial Military Complex begonnen hat, aber dieses Interesse sind groß geschrieben und die Frage, ob du mit rein geheimen Missionen hier das erfüllen kannst und eine Rechtfertigung hast für die Größe und die Schwere der Finanzierung oder die Schwierigkeiten es auch eigentlich ist, Schwierigkeiten, die es macht, überhaupt so eine große Militär zu finanzieren. Aber um an dieser Stelle vielleicht wieder zu Suicide Squad ein bisschen mehr zu rücken. Zum einen, ich würde sagen, ja, ich glaube auch, dass der Film in vielerlei Hinsicht nicht so subversiv ist, wie er sich gibt. Aber also ich finde, der Film hat wie ich sehr viele subversive Elemente drin, wie etwas zum Beispiel die Ermordung, die spielerische Ermordung von den Freiheitskämpferinnen und Kämpfer, was ich eine irrsinnig interessante Szene gefunden habe, die verdammt lustig war. Allein die Szene, wo Peacemaker einfach John Cena beiläufig einen Person mehrmals mit der Axt zerschmettert, die Axt mehrmals in ihn reingehaut hatte, und das sieht man einfach nur im Hintergrund. Das hat in der Dynamik, wie die Kamera hier zum Beispiel gerade total gut gewirkt insgesamt, weil lustigerweise wir antrainiert werden, tatsächlich von unseren Sehgewohnheiten, das sofort entsprechend zu lesen. Wir wissen, dass das ein militärisches Camp ist. Wir sehen People of Color. Wir sehen, die reden eine andere Sprache als wir, wenn man gerade nicht Spanisch zum Beispiel spricht, was nicht zu wenige, also was eigentlich extrem viele tun, aber irgendwie wird das trotzdem noch immer angenommen, dass die meisten nicht Spanisch sprechen könnten. Und wir können das gleich so deuten, weil wir natürlich in einem solchen Film wie John Rambo diese Szene überhaupt nicht irritierend wäre. Also John Rambo auf Ja. Deutsch, aber im Englischen hieß der, glaube ich, nur Rambo von 2008, wo Stallone im südostasiatischen Raum, glaube ich, Missionare rettet. Und wir sind wieder in dem Ja. gleichen Paternalismus wie davor. Naja, auf jeden Fall, ich finde, solche Szenen sind tatsächlich sehr pointiert und werden dann nochmal mit so einem Gespräch, mit einem Dialogzeile wie Typical Americans
nochmal dargelegt. Und genauso der Zynismus, der eben in im Büro von Ja, Amanda genau. Wallace herrscht. Sind laut, diese Elemente funktionieren extrem gut, aber gleichzeitig könnte man fragen, ob das Ende nicht vieles wieder wegmacht. Ob die Idee, dass am Schluss endlich dann doch wiederum der US-amerikanische Einfluss oder die kleine US-amerikanische militärische Einheit und deren Heldenhaftigkeit, die das dann die Menschen retten, weil das Land sonst sich dem Untergang geweiht wäre, ob das nicht wiederum das Ganze eigentlich genau zurückführt in einer Hinsicht von Weltpolizei, wenn man wieder den Doch, Begriff absolut. benutzt. Doch, absolut. Es ist ja, ich meine, also, okay, es geht ein bisschen die Gedankenrichtung, hey, unser Militär ist her und gut und es ist gut, dass wir es haben und das sind die Leute, die unserem Land dienen und das Richtige tun. Nur die, ja, die Regierung ist manchmal ein bisschen korrupt, deswegen ist es unser aller Aufgabe, das hier vielleicht ein bisschen zu korrigieren, was ja quasi auch passiert. Also die kleinen Mitarbeiter schlagen dann die Präsidentin in Anführungszeichen ohnmächtig, dass sie das Militär nicht falsch leiten kann und letzten Endes, wenn man das Militär, ich will jetzt nicht sagen walten lässt, aber wenn man die Fähigkeiten, die dadurch, also durch das Militär im Prinzip zur Verfügung stehen, wenn man die richtig einzusetzen weiß, dann ist es prinzipiell schon noch positiv. Und das ist eigentlich, das ist auch der Narrativ, der in der Gesellschaft gepusht wird und auch recht präsent ist in den USA und wo ich mir vorstellen kann, dass das Pentagon jetzt auch nicht so viel dagegen hat. Ja, was tatsächlich problematisch wäre, wäre, wenn sich die Bevölkerung wirklich pazifistisch gegen das Militär per se wenden würde und sagen würde, hey, wir brauchen eigentlich kein Militär oder sowas in diese Richtung. Genau, ja, aber so wird eigentlich die Daseinsberechtigung des Militärs per se nicht in Frage gestellt, sondern es ist immer noch legitim. Das stimmt. Ja, es ist witzig, also das, was eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, oder ich zumindest vorhin gesagt habe, mit Weiterspinnen deiner Idee, wie können wir von außen beurteilen, dass es, wie ich weiß, ein Katastrophe ist, wo nur das Militär retten kann. Genau das passiert ja mit Starro, die Conqueror, dass wir hier eine klare, eindeutige Information haben. Nee, das ist echt schlecht. Man könnte sagen, hier wird nochmal eine Schicht mehr dazu gegeben, um nochmal die Kritik reinzubringen, nämlich dass eigentlich das US-amerikanische Militär der Auslöser vom Ganzen ist. Aber auch hier wiederum spielt das ganz genau rein, was du vorhin gesagt hast, mit dem, das sind ja die vergangenen Fehler, die begangen worden sind, die jetzt versucht wird, sich davon abzuwenden, aber trotzdem vielleicht ein bisschen totgeschwiegen werden sollen, um es mal, wie der Film es dargestellt, sichtbar zu machen. Witzig finde ich natürlich auch, dass sie dann auch nicht so den wirklichen Heldinnen werden, was natürlich auch ein bisschen klar ist, weil sie ja Bösewicht sind, bla bla bla. Aber es spielt trotzdem wiederum in die gleiche Kerbe, weil auch hier wiederum die US-amerikanische Regierung wird nicht blamiert auf Weltbühne, weil die Daten und die Sichtbarkeit von Imperialismus, von US-amerikanischen Imperialismusinterventionen offengelegt werden. Darf ich aber hier ganz kurz sagen, also ich finde tatsächlich erschreckend, ich glaube, es ist nicht beabsichtigt, aber ich finde erschreckend, wie viele Parallelen dieser Film wirklich zu Afghanistan hat. Ja, doch zu Afghanistan, weil letzten Endes die Taliban sind entstanden, was aus den Mujahedin. Die Mujahedin waren die Widerstandskämpfer in den 70er, 80er Jahren. Die wurden von den USA aufgebaut und unterstützt mit Geld und Waffen. Ja, das heißt, die Taliban sind im Prinzip, könnte man sagen, ein Problem, das die Amerikaner selbst erschaffen haben, Um um Russland sich zu gegen die Sowjets zu genau, wehren. Entschuldigung, du hast sie genau gesagt. Genau, um sich gegen die Sowjets zu wehren und die dann zu vertreiben, was ihnen dann gelungen ist. Aber letzten Endes ist es ein von der also von USA geschaffenes Problem. Und sie haben sich jetzt viele Jahre lang damit auseinandergesetzt und das quasi versucht zu kontrollieren. Also, wenn man so möchte, um bei der Allegorie zu bleiben, da Versuche unternommen. Und jetzt kommt aber erst raus, wie fürchterlich schlecht das funktioniert hat, also wie schlecht das geplant war und wie wenig sie eigentlich die Zügel im Saum hatten und es überhaupt nicht funktioniert hat. Und letzten Endes leiden jetzt die Menschen darunter. Also die Menschen werden von Project Starfish, werden sie angegriffen und umgebracht. Letzten Endes in Afghanistan leiden jetzt die Zivilisten unter Taliban und werden da drangsaliert. Aber auch hier kann nur das US-Militär eingreifen mit 6.000 neuen Truppen, die nach Afghanistan geschickt werden, um die bedürftigen Zivilisten letzten Endes doch zu retten und auszufliegen. Das heißt, letzten Endes ist es ein Fehler, den das Militär aber heroisch korrigiert und einigermaßen gut wieder dasteht. Und so ist es eigentlich auch in diesem Film. Also das finde ich frappierend oder sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, also wie wir gemerkt haben oder wie wir jetzt sehen, wenn ich jetzt mal versuche, hier an der Stelle wieder das Ganze zusammenzufassen oder die Fäden zusammenzuführen, es der Suicide Squad, ihr hört es hier zum ersten Mal, die perfekte Afghanistan-Allegorie, der perfekte Film zu der derzeitigen Lage in Afghanistan, um darüber zu diskutieren, aber grundlegend dann natürlich auch um den US-amerikanischen Imperialismus und vor allem aber, und das finde ich durchaus spannend, dass du das so auch hervorgehoben hast, die Verschiebung von zentralen hegemonialen Narrativen, die das Militär und der Staat eigentlich von sich geben und wie manche Sachen zu gewissen Zeitpunkten mehr in den Vordergrund gerückt werden und andere Sachen weniger in den Vordergrund gerückt werden, wie etwa welche Hauptnarrative es gibt, um ein Selbstbild zu machen von dem US-amerikanischen Militär und das, was bleibt. Und da kann man immer so ein bisschen überlegen, inwiefern das wirklich bewusst passiert ist oder nicht, oder also dem Zeitgeist einfach entsprechend, wie du es gesagt hast, oder nicht, und wie sehr dann einfach so das Wegfliegen und das in der Suicide Squad etwa und das Zerstören von Dächern währenddessen, das war ich nämlich auch ein interessantes Bild, das Schlussbild für die Abreise aus dieser Region. Wie sehr das auch ein Zeichen dafür ist, wie einfach, wie leichtfertig hier das Militär mit den Leben der dortigen Menschen umgehen, also bis hin zu natürlich der Starro, der Conqueror, eigentlich auch ein Teil des US-amerikanischen Militärs. Aber selbst wenn wir nur das Heldenhafte, das Heroische von der Suicide Squad hier sehen, dann können wir gleich zeigen, dass es eben explizit sichtbar wird, sogar so in kleinen Details, nur dass es auch hier eigentlich so eine Carelessness gibt für die Gegend und deren Bevölkerung eigentlich, die ich interessant gefunden habe, auch wenn das vielleicht gar nicht bewusst war. Vielleicht war es nur ein Zufall, dass sie gesagt haben, ja, wenn ein Helikopter da aufsteigt, müssten eigentlich die Dachziegel und alles weggeblasen werden. Aber solche Bilder kenne ich gar nicht so sehr, dass man sagt, hey, die Helden reisen ab und wir zeigen, wie gleichzeitig Teile der Häuser noch zerstört werden von den Helden, Heldinnen selber. Ja. Interessant, ist mir gar nicht aufgefallen, Es ist aber ein kleines Detail und wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie sehr selbst bewusst das gemacht worden ist und nicht. Aber darum sagen wir doch einfach, wie smart, wie read book. Okay, das war ein eigenartiger Dialekt eher und nicht so richtig King Shark. sagen Sie ja Russisch. Ich hoffe, niemand hat sich dafür beleidigt gefunden, weil natürlich der US-amerikanische Imperialismus, der Themenaspekt Imperialismus immer mit Kolonialisierung und ähnlichen und Machtstrukturen zu verbunden sind, die globalen Süden, globalen Norden in eine Beziehung führen, dass wir jetzt hier so eine, ja, keine Ahnung, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hoffe, dass niemand das so Alles klar. aufgefasst haben. Wird schon passen. Ja, wer noch hier noch weiterhört, ich hoffe, die wissen, dass ich einfach nur keine Stimmen nachmachen kann. Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber ihr könnt natürlich gerne uns jederzeit wunderbare Imitationen von uns schicken mit meinen verschiedenen Stotterern oder auch Gedankengängen, Sätzen, die ins Nichts führen und Patrick seinen Verteidigung für White Supremacy und Imperialismus. Aha. Okay, tut leid. Aber Patrick, wo können Sie das schicken? wenn ihr euch weiterhin an selbst das lustigen Sprüchen ergötzen wollt und wenn ihr uns, wie selbst auch schon gesagt hat, nachmachen wollt und das besonders lustig ist, vielleicht, wer weiß, lassen wir die ein oder andere Folge in Zukunft dann damit beginnen. Dann könnt ihr uns per kinoonthecouch@gmail.com kontaktieren, eine good old-fashioned E-Mail schreiben. Wir antworten auch sehr, sehr gerne. Wir sind auf vielen der gängigen Social-Media-Plattformen, also da wären Facebook, Twitter und YouTube vertreten. Überall heißen wir Kino on the Couch. Schaut mal rein, lasst uns einen Daumen hoch da oder schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns auf Interaktion mit euch. Beheimatet sind wir auf der wunderbaren Fragezeichen Seite podcastgarden.com. Von dort aus wird unser Podcast in die ganze Welt, in aller Herren Länder herausgegeben. Das heißt, ihr könnt uns natürlich auch einfach mit einem RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl sehr leicht empfangen. Zu guter Letzt sind wir natürlich auch auf Apple Podcasts zugegen. Selbst da habe ich was vergessen. Nein, ich glaube, du hast wie immer alles meisterlich zusammengeführt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Publikum hier mit den wichtigsten Informationen
begleitet. Und ich glaube, damit können wir uns wieder abseilen und den nächsten Coup starten in unserem Nachbarland. Also ich komme nach Deutschland, du kommst nach Österreich und wir destabilisieren mal deren jeweiligen Regierungen. Was sagst du dazu? Wunderbar. Ja, wunderbar. Mama, bist du es? Was? Ah. Also wenn ihr nichts mehr von mir hört, werde ich tot, weil der Papa mich umgebracht hat. Ja, mit Polkadot. Genau. Na gut. Ciao, Leute. Ciao. Egal, du bist eh irgendwie schneiden. Selbst du weißt, dass du keine Kinofilme magst. okay, gut. No. Jetzt kommst du raus. Großbad aufgenommen. Das war alles eine Falle, nur um dich reinzulegen. Okay, gut. Okay, cool.